Und in die andere Richtung fliegt dann das Teil. Das ist, das ist schwierig. Ah, das war irgendwie doof. Der Schuss muss weiter oben sein. Nee, das bringt nichts. Der muss gerade, wenn er rauskommt. Ja, okay. Das war unbeabsichtigt, aber nett. Eigentlich wollte ich ihn, gerade nach vorne schleudern. Nicht nach unten, nach vorne. Hey, stupido Schusso. Dankeschön. Gott, das hat jetzt aber auch lange gedauert, ey. Den Gegner kann ich aber bestimmt auch benutzen. Ja, kann ich. Aber ich füge denen damit leider keinen Schaden zu. Egal. Wer braucht schon Schaden, wenn er stoßen kann? Hä? Niemand braucht Schaden, wenn er stoßen kann. Ja, speichern hier. Ah, ja, ja, ja. Du willst schießen, ich merke das schon. Hast du Bock? Au. Nein. Komm jetzt. Ja, hilf mir hochzuklettern. Hilf mir hochzuklettern. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in deinen Schuss reinkomme. Dass ich nicht getroffen werde. Ja, so leicht ist das hier, Freund. So leicht ist das. Kann ich hier... Okay, das kann ich nicht. Aber wenn er richtig schießt, dann kann ich hier einen Shortcut oder sowas öffnen. Ah, okay, das war noch nicht so die richtige Richtung. Ah, das war doch gut. Das war doch superb. Nein. Yes, sir. Energiezellen, so zu geil. Ich mag Energiezellen voll. Ah ja, komm. Geh mich weg mit deiner Spukerei, ey. Aua. Ich gehe nach oben. Tschüss. Ah, das sieht ja jetzt lustig aus. Also eigentlich nicht. Ah! Ah! Oh Gott! Das wie? Da frage ich mich doch, wie? Ist dies eine unlösbare Aufgabe für unseren Helden? Ich glaube nicht. Es wird allerdings auch keine leichte sein. Jetzt muss ich nicht nur hier durch, sondern auch noch fucking Kartenfragmente einsammeln. Mhm. Okay. Dann nochmal. Das ist gerade ein bisschen nerviger, der Part. Aber es gehört alles zum Spiel. Und es hat natürlich auch seinen Sinn und Zweck. Ja, okay, das war doof. Da sollte man wahrscheinlich echt mit dem Doppelsprung hin. Und von da aus dann... Ja, okay. I see what you did there, mate. I see what you did there. Ah ja, du würdest eh über mich schießen. Du Kanonenvieh, ich brauche diese Laterne übrigens gar nicht. Ja, ja, komm. Ja, Mann! Jetzt ist meine Headset runtergefallen. Okay, nochmal. Wenn es dafür nicht die ultra krasse Belohnung gibt, dann weiß ich aber auch nicht, was hier gerade falsch läuft.
Nein, ich habe jetzt vergessen. Nein. Hallo fucking Julia. Geschafft. Und jetzt wird erstmal gespeichert. Gott. Frag mich nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber wir haben es geschafft, Leute. Und es sieht doch aus, als wären wir hier schon ganz richtig. Okay, da wird eh gespeichert. Okay, das ist ein Boss. Was? Die Plattform gehen ja runter. Da hat mich niemand drauf vorbereitet. Jetzt wird zurückgeschossen, mein Freund. Jetzt wird zurückgeschossen. Mit deinen eigenen Projektilen aber auch noch. Schieß doch auf dich selber. Schieß doch auf dich selber. Warum schlägst du dich selbst, hä? Warum schlägst du dich selbst? Oh mein Gott. Das Herz des Chinos Baums bewahrt das Element des Wassers. Einst sicher auf, doch nun ist es verdorben. Gänzlich verfault und verwest. Das klingt ja erstmal ungeil. Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen, und zwar auf beiden Seiten. Okay, das klingt ja einfach. Also ich weiß jetzt nicht, wo da das Problem liegen sollte. Gut, nochmal schnell speichern. Okay, okay, I got it, boys, I got it. Er spuckt wieder, er ist fleißig am Spuckerinoen. So, nochmal. Nein, das hat nicht ganz funktioniert, mein Freund. Ja, aber das war doch. Superb. Ich kämpfe gar nicht mehr gegen die Gegner. Ich hau die einfach nur noch weg mit ihren Spuckattacken. Kannst du mal bitte... ich würde dich schon gerne eigentlich benutzen, um da ranzukommen. Ja, danke. Jetzt würde ich dich gerne benutzen, um da ranzukommen. Ja, wunderbar. Das hat doch sehr gut funktioniert. Wir sind ein klasse Team, Freunde. Wir sind ein klasse super Team. Gibt es hier noch irgendwas, ist die Frage. Nö, sieht schlecht aus. Sieht erstmal nicht danach aus, deswegen einfach den Gegner plätten und weiter geht's. Das hat auch gerade mal ganz angenehm funktioniert. Ja, es war doch gut. So, eine Seite ist fertig, die andere Seite ist wahrscheinlich genauso leicht. Kommt ein Schuss geflogen? Okay, da komme ich nicht hoch. Du bist weg. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was diese ganzen Umleitungsdinger hier sollen. Aber das hat ganz sicher einen Sinn. Wow, das war schlecht. Muss ich bestimmt irgendeinen Schuss umleiten, um irgendwas zu bekommen. Vollidiot, natürlich muss ich das. Warum sollten die Kabel hier sonst hängen? Ich kann immer schlecht einschätzen, wie weit diese Verbindung reicht. Diese Schussverbindung. Fuck, ich muss echt... Scheiße, ich muss hier echt komplett den Schuss umlenken dann wahrscheinlich. Oh Gott, das will... Von dem Kollegen, schätze ich denn mal. Okay. Das wird ein Mammutprojekt. Okay, komm, schieß. Come on. Ja, dann, nee, das war nicht so. Das haben wir auch schon mal besser gesehen, Freunde. Das haben wir auch schon mal besser gesehen. Na komm, schieß.
Ja, komm, schieß halt! Ja, okay, da fliegt der Schuss dann einfach mal weg. No! Ah, ich hasse es. Ich glaube, ich muss erstmal den Gegner da beseitigen. Wenn er mir die ganze Zeit im Weg ist, wird's nicht leichter. Der wird nicht leichter, Freunde. Mit Gegnern. Okay. Bloß keine Fehler machen, ey. Nein! Ah, Schuss! Warte auf mich! Nein! Nicht irgendwo abprallen, bitte! Okay, du hast den Gegner. Okay. Ist jetzt prinzipiell okay, was du gemacht hast? Den Gegner zu töten? Ist aber jetzt nicht das, was ich geplant hatte für den Schuss. Es gibt bestimmt später noch Passagen, wo man die Schüsse noch in heiklere Situationen umdrehen muss. Um wenn. Bitte, bitte, bitte. Ach, goddammit, fucking hell! Ah, okay, nochmal. Beide Gegner respawnen jetzt wieder in der Zeit, wo ich. Ah! Der ich hier das versuche. Diese mistigen Schleimviecher. Ich muss wirklich relativ nah dran sein, um das zu aktivieren. Habe ich das Gefühl. So, jetzt kannst du gleich nochmal das Ganze probieren. Nein, 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 nein! Boah, Alter, jetzt ist aber bald Feierabend, Freunde. Ah, so, jetzt müsste es aber endlich klappen. Goddammit, dieser letzte Sprung mit dieser Fackel, da war ich immer ein Pixel weit zu weit weg. Dass es nie geklappt hat, aber... Gott, das hat mich Jahre meines Lebens jetzt gekostet. Gefühlt. Jahre meines fucking Lebens. Ist hier oben noch was? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann save ich mal hier. Und dann mache ich was genau? Achso. Jetzt können wir das Element des Wassers wiederherstellen. Wenn wir diese Aufgabe erledigt haben, liegen noch zwei weitere vor uns. Das ist doch angenehm. Hä? Warum? Warum tötet mich das Wasser? Ich dachte, das Wasser ist gut. Ich dachte, das Wasser wäre eine gute Sache. Oh oh. Oh oh. Nein, wo lang? Wo lang? Warum verdammt nochmal tötet mich dieses Wasser jetzt? Die wollen es hier echt auf die Probe stellen. Dass man es hier auch wirklich gelernt hat. Ja, ja, komm. Mit diesem Stoßen. Ja, komm, ist egal. Und jetzt habe ich schon wieder zu viel Zeit verschwendet. Gab es nicht bei irgendeinem Metroid-Teil auch so eine ähnliche Szene, wo man schnell hochlaufen musste? Und ganz wenig Zeit? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, komm. Einen Schaden kann ich einstecken. Jetzt beeil dich doch! Mit dem Schießen!
Jetzt übertreibt es aber auch, Freunde. Das ist ganz klare Schikane, was hier betrieben wird. Ganz klare fucking Schikane! Ich hasse es so sehr! Warum kotzt mich dieses Stoßteil so an? Es funktioniert einfach nicht richtig. Das muss die Erklärung sein. Es kann nicht daran liegen, dass ich richtig benutzen kann. Schieß doch! Ja, Mann! Ja, ich mach das lieber mit Walljumps. Smooth Angelegenheit, Freunde. Smooth Angelegenheit. Ganz smooth. Ganz easy. Ganz fresh. Nein, nein, nein! Ich war doch kurz vom Ziel. Ich war doch fast da. Ich war doch fast da, Mann. Wenigstens ist die Musik schön. Wenn die Musik nicht so schön wäre, wäre es nicht so schön. Jetzt spuck halt, meine Fresse. Wie kann man denn so langsam sein? Oh Gott, das... Ja, komm. So, jetzt aber. Jetzt muss es das aber gewesen sein. Okay, es war's nicht. Geil, danke. Danke, dass ich mir noch mehr davon antun darf. Sehr cool. Es muss doch bald mal ein Ende haben. Ich will doch eigentlich nur hier weg. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Wie lang ist das noch? Ah. Kuro.
What? Ori, ich fürchtete schon, dich an Kurus Fänge des Hasses verloren zu haben. Aber Gummo hat dich gerettet und in eins von unseren unbestimmten Schicksalen bewahrt. Doch sieh her, der Ginsu-Baum ist wiederhergestellt und Nebels Wasser ist wieder klar. Wir haben jedoch keine Zeit zu verlieren. Wir müssen uns sputen. Das Element des Windes ist als nächstes dran. Es ruht tief in den Elendsruinen in Nebelforst. Gibt es einen Schlüssel, der die Tore dorthin öffnet? Okay. Dann sind also Ruinen unser nächstes Ziel. So, Leute. Dieses Spiel, ich kann es nur mal betonen, ist wunderschön. Aber diese Baumpassage hat mich gerade extrem, ganz extrem abgefuckt. Ich meine, wenn ich ein Pixel zu weit von dieser scheiß Laterne bin, dass es einfach nicht reagiert, kotzt es mich einfach an. Und das hat nichts mit Können oder so zu tun. Okay, vielleicht auch, aber es ist vor allen Dingen spieldesigntechnisch nicht gerade gut gewesen. Es ist einfach eine scheiß frustrierende Stelle gewesen. Und das mit dem Wasser sowieso. Also, unfassbar. Das hat mich gerade echt angekotzt. Ohne Scheiß jetzt. Kann ich jetzt schwimmen? Jetzt kann ich schwimmen. Hat er A gedrückt, um schneller zu schwimmen. Okay. Okay, und ich kann auch unter Wasser Luft anhalten. Unter Wasser so Höhlen finden. Was ganz nett ist. Aber, ja, komm. Da war ein Fragment. Das wollte ich gerne haben. Da schwimmen wir mal ganz zackig durch und holen uns mal noch den Kristall hier schnell. Also wundert euch nicht, falls ich doch mal ab und zu das ein oder andere rausschneide. God fucking damit. Weil es dann halt doch ab und zu Stellen gibt, die hart frustrierend sind. Und die dann halt echt, die ihr euch nicht auch noch antun müsst. Wenn ich sie mir schon antue. Oh, hier muss ich, Ja, das dachte ich mir. Okay, ich bin ja nur an den, Fragmenten interessiert. Erstmal. Und falls die nicht hier irgendwo sind, dann, interessiert mich auch nicht, was da ist. So, ein Fragment habe ich gefunden. Ich glaube, ich brauche 2 oder 3 davon. Komm, schnell durch. Ja, sehr gut, Ori. Kann ich hier? Nein, natürlich nicht. Aber ist echt schön. Was mit diesen Unterwasserpassagen? Sieht auch wieder so schön aus. So angenehm. Und dabei doch so tödlich. Das ist die perfekte Beschreibung für das Spiel. Sehr angenehm, aber auch sehr tödlich. Muss ich dazu noch mehr sagen? Was gibt's hier eigentlich? Das ist wieder so ein Rhino-Vieh. Ja, komm. Halt's Maul. Ja, komm. Aha! Geheimnis! Ey, Geheimnis. Ach, ich kann doch, kann ich mich auch von diesem Rhino-Vieh abstoßen? Hey, Rhino! Hey, komm her! Okay, dieses Rhino-Vieh ist eindeutig zu krass. Komm! Na, komm schon! Hey, du willst es doch! Ah! Oh Gott!
Aber war mir gerade ein bisschen zu nass. Sorry, Kumpel. Okay, der will offensichtlich nicht. Für irgendwas werde ich den wahrscheinlich aber noch brauchen. Kann ich mich auch unter Wasser abstoßen? Ja. Ich kann diese Fische einfach wegstoßen. Aber, okay, das war keine gute Idee. Das war semi-gut, muss man sagen. So, hier nochmal durch. Da ist ein Kartenfragment, das ich gerne haben möchte. Und die kann ich auch einmal speichern. Im Moment kann ich es mir noch leisten. Also tun wir das auch mal, denn es ist vielleicht nicht ganz so frustrierend. Hier kann ich mich zum Beispiel schnell durchstoßen. Okay, das bringt mir jetzt nicht so den Vorteil. Aber man kann es wenigstens mal probieren. Sehneverbindung ist bereit. Ja, sehr schön. Warte mal, ich kann doch. Kann ich? Ja. Wenn man an das denkt, was einem beigebracht wurde, dann ist dieses Spiel vielleicht gar nicht so schwer, wie man denkt. Gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Nö. Sieht erstmal nicht danach aus. Okay. Ach, da hätte ich mich vielleicht doch abstoßen lassen müssen. Ja, ich probiere es so. Kamikaze! Uhuhu! Oh, knappe Geschichte. Oh, oh. Kein Sauerstoff, kein Sauerstoff, kein Sauerstoff, kein Sauerstoff, kein Sauerstoff, kein Sauerstoff, kein Sauerstoff! Danke! Sauerstoff! Sehr schön. Okay, schnell durch. Schnell! Nein! Jetzt muss ich den ganzen Quatsch nochmal machen. Das ist ja wunderbar. Nein, ich will da nicht durch. Zumindest jetzt nicht. Sondern jetzt. Okay, ich muss A nur gedrückt halten. Ich drücke die ganze Zeit hier wie verrückt drauf. Das bringt natürlich nichts. Einfach gedrückt halten reicht aus. So, mein schleimiger Freund. Ey, 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 ey. Jetzt ist aber auch bald mal genug, Freunde. Genug Schleim rumgeschleimt. Ich hab schon wieder nur noch ein Leben. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ah! Okay, sehr gut. Schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück. Nice, geschafft. Wie wär's mit Speichern? Ich kann es mir leisten und ich will den ganzen Quatsch nochmal machen, also speichern. Ja, ganz gute Idee. Ganz, ganz gute Idee. Komm, 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 Ori! Oh Gott, Ori. Du machst mich wahnsinnig. Mit deiner riskanten Aktion. Riskante Aktion ist. Ja, das sind Piranha Boys, die möchte ich gerade mal ignorieren. Kann ich automatisch speichern? Nein, ich muss eine Verbindung herstellen, ja. Okay, hey, ich brauche ja diese Energie für nichts anderes. Da rennt er, aber bringt ihm nichts. Die Hälfte geschafft, echt jetzt? Krass. Aua, ey. Okay, ich bin ja schon weg. Ich verstehe schon, dass du dein Ghetto da beschützen willst, ey. Hab ich, keinen Seelenpunkt. Aber ich kann nochmal speichern. Okay, zwei Fragmente und wir haben zwei Fragmente. Und ich würde sagen, Leute, in der nächsten Folge öffnen wir dann diese Tür und werden wahrscheinlich noch viel mehr Unterwasserlevel machen können, noch viel mehr Stoß-Action machen können. Ich freue mich überhaupt nicht drauf. Und, sage bis zum nächsten Mal. Und ciao.